Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren abendlichen Runde mit Cyberpunk 2077 und ja, schönen Gruß aus der Quarantäne. Ich bin mal wieder drin. Diesmal ist es über die Kita von Kind 2. Erzieher aus der Kita ist betroffen, ne? Ah, das ist aber schade, Molly. Ja, hoffentlich auf baldiges Internet wieder, ne? So eine Situation sind immer scheiße. Ich drück mal die Daumen, dass das schnell gefixt ist. So, wo sind wir denn? Na, Tytanda. Oh. Okay. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, ansonsten, wie gesagt, schönen Gruß aus der Quarantäne. Diesmal halt über das kleinste Kind. Ich glaube, ich mache dann irgendwann bald Coaching auf, ne? Wie man das am besten macht. In der Murmeltier-Quarantäne. Ja, genau. Ach, aber was soll man machen? So, was haben wir denn? Wir müssen das Rennen machen. Pass mal auf, das ist hier schon sehr niedrig. Ich glaube, da kümmern wir uns mal jetzt drum, wa? Das Rennen ist in die Richtung. Auto. Das war das letzte Auto, was wir gefahren sind? Okay. Ey, was ist denn hier los? So, was geht ja gar nicht hier. Ja, mal von außen gucken. Mach Platz. Oh. Schnell abhauen. Mein Auto. Alter, was ist jetzt passiert? Warum sind auf einmal so viele Leute auf der Straße gewesen? Das war doch noch nie so. Ich schwöre, ich habe die nicht gesehen. Die waren einfach da. Die sind mir vors Auto gesprungen. Heidewitzka. Auto ist nicht mehr das Beste. Okay, die Tür ist schon mal zu, das ist gut. Ich hoffe, ich muss nicht mit dem Auto fahren. So, ist das hier richtig? Ja, ne? Mann, das wäre fast schief gegangen, oder? Ja, wieder Haftbefehl. Warte mal, ich muss mal hier kurz was umbauen. Ich kann ja gar nicht richtig lesen, was die Leute hier schreiben. Das ist ein bisschen. Dadurch, dass meine Chat-Anzeige, warum auch immer bei Cyberpunk so, weiß ich nicht, so seltsam ist, muss ich halt hier auf das Tablet gucken. Und das Tablet ist aber links neben mir. Das heißt, ich muss immer erst zur Seite schauen, um das zu sehen. Und da ist vielleicht besser. Jetzt komme ich aber ins Trinken so schlecht. Also irgendwas ist immer, ne? So, hier ist das Trinken. Ich glaube, so. Ja, meine kriminelle Karriere. Ja, Lütana. Ich weiß, aber was soll ich. Die waren einfach da. Ich kann es nicht ändern. So, was soll ich hier machen? Begib dich zu Rennen, ruf Claire an, um mit den Rennen zu beginnen. Claire, kommst du? Ich bin schon da. Super. Ich auch gleich, versprochen. Okay, cool. Bis gleich. Ah, Sekunde. Welches Auto willst du? Meins? Kann ich mir noch ein anderes holen? Ich hole mir mal sicherheitshalber den Delamain, oder? Ich sag mal meins, ne? Meins. Okay, wie du willst. Schon unterwegs. Bis dann.
Da ist er. Wobei, der ist natürlich schnittig, ne? Aber setz dich auf die Bank und warte. Jo, machen wir. Du solltest doch nicht anrufen. Nein. Hey, das ist jetzt dein Problem. Ich habe ein Bündel auf dich gesetzt. Verlieren gibt's nicht, klar? Soll das ewig so weitergehen? Wie, mit Polizei? Frischfleisch. Wäre peinlich, gegen sowas zu verlieren. Gegen sowas? Geht doch in der ersten Kurve raus. Wie jetzt gegen sowas? Hallo? Ich glaube, ich sollte das gewinnen, ne? Ein Bier ruckelt auch wie Sau. Vodafone? Vodafone, oder? Wer bist du denn eigentlich? Aufklärungsspiel. Hier ist Militech, hier ist alles. Hier sind sogar Cops. Max-Tech-Angreifer. Oh. Die sichern alles ab hier. Oh, das sieht so schön aus. Hätte ich mal dein Auto nehmen sollen, oder? Hey. Schön, dich zu sehen. Was hältst du davon? Die Bullen lassen das zu, oder? Haben die Bullen kein Problem damit? In C-Cop sehen keine Probleme, wenn ihnen genug Eddies die Sicht versperren. Eddies lösen echt jedes Problem, ha? Ah, O2 und Festnetz, okay. Ach ja, das ist wahrscheinlich eine Großraumstörung, wie es immer so schön nennt, ne? Und wenn einer stirbt, hat das keine Folgen? Den Bullen ist es egal. Die stopfen nur Daten in ihre Unfallberichte und das war's. Eine Kugel im Kopf zählt also als Unfalltod? Auf manchen Straßen schon. Irgendwelche Tipps vorm Start? Schön den Fuß auf dem Gas lassen. Mein Job ist es, die anderen zu bremsen. Unterm Strich gewinnt der Schnellste dieses Rennen, nicht der mit der dicksten Knarre. Schnell fahren, alles klar. Oh, nimm diesen Splitter. Wofür ist der? Er zeigt dir die Route. Ohne wärst du so gut wie blind. Und das bei der Minimap. Wir müssen alle Checkpoints erwischen, sonst sind wir disqualifiziert. Wenn du noch chillen willst, mach das. Ich bin beim Auto. Wann geht's los? Auf dem Splitter ist alles drauf. Willkommen im Adrenalinrausch von Night Citys Rennwelt. Lass die Konkurrenz als Schrotthaufen im Staub hinter dir zurück und werde zu einer unvergessenen Legende wie Gray Falcone, Krista Margaret und Dean Russell. Brenne deinen Namen in den Asphalt von Night City ein. Dieser Splitter führt dich durch die 4 Rennen des diesjährigen Wettbewerbs, Reihe in der Stadt, ein in den Badlands. Die Teams, die in mindestens 2 der Vorrunden in den Top 3 sind, qualifizieren sich für das Finale und damit für eine Chance gegen den Champion des Vorjahres, Peter Sampson, anzutreten. Okay, wir müssen also 2 von den 3 in den Top 3 schaffen. Ne? Telekom ruckelt auch, das ist natürlich doof. The Roots NRC Master V77 ist dafür programmiert, dich in Echtzeit auf der HUD deines Optikimplantats über die Route zu führen. Eingeblendet werden Countdown zum Start, Anzahl der obligatorischen Checkpoints, Richtung der Route, aktuelle Zeit und Rangliste, Anzahl der durchquerten Checkpoints, Live-Übertragung des Ansagers. Ich wünsche dir viel Glück und saubere Kurven, Air Master. Diese Software ist virenfrei und unverschlüsselt. Air Master behält sich das Recht vor, Daten zur Route vor Beginn des Rennens zu aktualisieren, sofern dies notwendig ist. Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass das richtig gut aussieht, das Spiel. Och Mensch. So, ich hoffe, ich habe die richtige Möhre gewählt hier. Wenn ich hier die ganzen Schlitten sehe. Du kommst nicht an einem Stück zu mir zurück, Schatz. Genau. Verstanden? Jawohl, Schatz. Ich liebe dich. Ich dich auch. Wer bist du überhaupt? Und Zombies? Was soll ich von denen halten? Ich verfick die. Was? Richtig so, Chumba. Schon, du wärst nervös. Kann ich nicht ein anderes Auto fahren? Okay, wir fahren. Mehr als verlieren können wir nicht, ne? Letzte Wetten jetzt! Verpasst nicht eure Chance! Das erste Eliminierung!
Genau, irgendwer liebt dich, egal, richtig. Du hast recht, Lieutenant. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ja, fress Staub. Oh, guck mal, wie ich abgehe. Fresst Staub! Achtung! Einer hinter uns will rammen! Soll er doch kommen! Genau! Ich habe ein breites Heck, soll er kommen? Da war ein Fragezeichen. Oh, jetzt sieht man aber dann den Speed da vorne wegfahren, ne? Der Delamain war, glaube ich, nicht die allerbeste Wahl. Aber er ist wertestabil. Scharfe Kurve! Festhalten! Haha, er ist da! Ich halt einmal an und guck nach die Fahrzeuge. Ich kann euch einfach nicht gucken, Lieutenant. Ich muss mich auf die Straße konzentrieren. Ich kann nicht auf den Chat gucken gerade. Oh, da kommt jemand, will mich rammen von hinten. Aber ich lieg gut im Rennen. Schieß doch, Baby. Los. Das Doofe ist, dass er immer die Kamera neu justieren will. Das Spiel hier macht's ein bisschen... Festhalten! Aber so sehen wir auch mal Night City, ne? Kann es sein, dass sie hier die ganzen Fahrbahnmarkierungen rausgenommen haben? Hier war doch bestimmt Poller die ganze Zeit. Wir fahren Autos. Achtung! Einer hinter uns will rammen! Soll er doch kommen! Oh, was ist das für eine langgezogene Kurve? Wie Kampf. Wie hier? Was ist hier los? Ja, im Prinzip habe ich das gesamte Spiel lang nur für dieses Rennen geübt hier. Genau so ist es, Lutama. 29 von 31. 30 von... Ey, ich gewinne! Ich gewinne! Yeah! Wie und Claire, unsere Sieger! Was für eine Show, Leute! Wir haben gewonnen! Ja. Erster Platz! Ja! Du klingst überrascht. Erster Platz. Ich bin nicht überrascht. Es ist nur... Der erste Platz, ich weiß. Warten wir kurz an der Ziellinie. Zur Sicherheit. Alles klar. Erster Platz, wa? Warte mal, ich muss mir hier noch umbauen. Die Lutana schreibt die ganze Zeit. Ich kann gar nicht gucken. Und hier dazwischen ist weg. Konzentrierst du dich da aufs Spiel, ja, und dann, so, ich glaube, das geht. Erster Platz, ich hab gewonnen. Delamain, altes, ne, altes Haus. Yeah. Hast du was vergessen? Nein, ich freue mich. Ne. Tja, Leute. Tja, tut mir leid, ne? Ist es kaputt gegangen hier, das Auto? Ich glaube ja, ne? Oh, das tut mir aber leid. Ja, das passiert mal, ne?
Das ist meins jetzt, ne? Nee, schade, ich kann nicht einsteigen. So. Na, Claire? Willst du jetzt reden? Na klar. Fährst du jedes Jahr mit? Ist jetzt mein viertes Jahr. Das erste habe ich gewonnen. Wer einmal dabei ist, kann nicht aufhören. Kann oder will? Ja. Wo ist der Unterschied? Machst du es für die Eddies? Den Sieg? Den Ruhm? Warum fährst du? Es ist, als wärst du besessen. Gewinnst du nicht gern? Boah. Es ist die Straße, die zählt, nicht das Ziel. Hängt von der Siegprämie ab, na klar. Hey, hängt davon ab, was es zu holen gibt. Und was zu verlieren. Ja. Der Preis kann hoch sein. Du meintest, dein letzter Fahrer ist fort? Lass uns nicht darüber reden. Okay, klar. Fort im Sinne von tot. Ja, ja, doch. Ja, okay. Nimm mich mit in mein Auto. Fahren wir. Wie kommt denn dein Auto hierher? Ah, nächstes Mal nehmen wir ihr Auto, oder? Sie fährt, das ist gut. Darf ich einsteigen? Ja, darf ich. Warum qualmt das so? Oh, jetzt nicht mehr. Die gibt doch einen heißen Reifen hier, los. Warum quietscht denn der so? Der ist kaputt. Tja. Sie redet nicht, also mache ich diesen hier. Ist der kaputt? Der ist kaputt, ne? Wo ist sie denn? Steck doch aus. Ach so, die Quest ist schon vor. Ach, die Quest. Ach so. Sag das doch, dass die Quest vorbei ist. Ja, dann schauen wir mal. Was haben wir denn noch? Panam machen wir nachher. River. Drohmittel, The Beast in Me. Das wäre das nächste Rennen. Warte, bis Claire dich nach einem Tag kontaktiert. Sprich mit Wilson, ein Schießwettbewerb. Nee, es gibt drei Rennen, Lythander, nicht nur eins. Aber wir müssen einen Tag warten, bis sie uns kontaktiert. In der Zwischenzeit können wir ja ein anderes Rennen machen. Die Quest kommt wieder. Also ist hier unten da. The Beast in Me. So, Shoot the Fool. Beat on the Bread. Rancho Coronado. Wir müssen uns noch ein bisschen prügeln, aber dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Power in den Armen, ne? So richtig Power mit P. Psycho-Killer. Da sind auch noch ein paar übrig. Beat on the Bread. Da brauchen wir alle vier, um ins Finale einzuziehen. Da haben wir echt erst zwei? Ich dachte, da hätten wir schon mehr. So, apropos Aufträge. Was ist denn hier um uns rum gerade los? Wir sind hier und hier ist was unentdeckt und hier ist ein Fahrzeug. Hier ist ein Fahrzeug, brauchen wir alles nicht. Verdacht auf organisiertes Verbrechen, das ist alles soweit in Ordnung. Aber das kennen wir hier noch nicht. Da gehen wir mal gucken. Da gehen wir mal gucken. Riders on the Storm. Oh, hier ist Stacheldraht. Hier sind doch irgendwelche Typen. Oh. Hab einen neuen Job für dich. Okay. Du sollst bei Cytec einbrechen und Designs klauen, die einer gewissen Rihanna Kumar gehören. Aha. Und Überraschung, Kundin ist sie selbst. Du musst die Sache clever angehen, also sieh dir die Infos ganz genau an. Okay. So, betritt das Fabrikgelände. Kleptomanie.
Rihanna Kumar war eine der Top-Ingenieurinnen bei Zytex. Sie lebte in einem luxuriösen Haus, aß Echtfleisch und blickte herab auf die Armen, all die Untergeordneten der Konzerne. Doch dann verstrickte sich die Handlung ihres kleinen Märchenlebens auf einmal. Zytex stellte ihre Welt auf den Kopf. Kein Haus mehr, kein Fleisch mehr. Dafür brandneu ein Blick in die Welt der Armen von der anderen Seite des Zauns aus. Sie hat uns kontaktiert, damit wir ihr helfen, eine Abfindung herauszuschlagen. Brich in die Zytex-Fabrik ein und klau die Daten vom Projekt, in dem unsere arme, geschundene Klientin gearbeitet hatte. Damit kann sie aus den Trümmern ihres Lebens emporsteigen und nach den Sternen einer neuen Karriere greifen. Scheiße, an mir ist ihr Lichter verloren gegangen. Wie dem auch sei, das Wichtigste ist, dass sie uns für die Sache bezahlt. Viel Spaß. Wir haben die Mission. Wir sollen hier einsteigen, ne? Ein Glück habe ich doppelt... Oh. Oh. Das ist zu hoch, da komme ich nicht hin. Verdammt aber auch. Wer bist du denn? Muss oder kann oder soll ich das leise machen? Wahrscheinlich ja, ne? Oh. Auch nicht. Verschlossen. Oh, hier komme ich aber durch. Der, wieso sieht er uns? Wir machen erstmal das Breach-Protokoll hinterher hier. 1C551C. E9. Können wir nicht. 1C551C. E9. 1C1C. So, haben wir. Und... alles hinten rein, was geht. Die Hure versteckt sich irgendwo. Woher wissen die denn, wer ich bin? Aber natürlich ganz schön viel verballert gerade. Da hinten ist noch eine Kamera. Die können wir noch nicht umpolen, weil Ziel abgeschaltet. Oh, okay, ja. Ach ja, wir haben es ja gehackt. Auf der Stelle ergeben. Okay, wenn du es sagst, dann tue ich das. Ja, ich glaube auch leise ist die beste Option hier. Ich mag mich irren, aber ich denke mal, das funktioniert ganz gut, wenn man leise ist hier. Gib auf, es gibt keine. Kamera ist noch nicht. Ist die wirklich schon global abgeschaltet? Ich glaube, die kommt wieder, ne? So, ich warte mal noch, dass ich hier Kurzschluss und überhitzen. Na, war ja klar, dass die Kamera jetzt kommt. Gleich dran umpolen, damit sie für uns arbeitet. Leg dich noch mehr in die Tür, na klar. Attention, feindlicher Bereich. Auf der Stelle ergeben. Die brüllen immer. Ich bring den erstmal kurz um die Ecke, ne? So. Ach, da liegt er. Hm.
das noch umpolen? Zum Glück hat die uns noch nicht gesehen. Die Frage ist, ich speichere nochmal, ob da hinten vielleicht eine Kamera ist. Wobei, ich könnte ja mal einen Ping machen. Oh. Lass ihn herkommen. Kurzschluss, überhitzen. Komm schon raus, ich tu dir nichts. Aber die kriegen alle irgendwie was mit, Mist, kann ich nicht markieren. Verschafft ihr Zutritt zum zweiten Stock. Okay, die ist unsere. Gibt es hier irgendwo einen Rechner? Mit erhobenen Händen rauskommen! Ist doch gut, Mann. Aber Energieprobleme haben die scheinbar keine, ne? Überall ist irgendwas immer an und, leuchtet. Auf der Stelle ergeben! Hat der mich gesehen, die Kamera da oben? Das ist ja krass. Huch! Den kann ich nicht markieren, das ist ein Arbeiter. Aber ihn kann ich markieren. Brabbeln das nur vor sich hin und üben für den Ernstfall, ne? Das ist eine Option. Oh, hier drüben ist auch noch einer. Das heißt, ich kann den leider nicht kaputt machen. Ja, ist doch gut. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn hier eigentlich los? Wenn ich schon... Das ist was Blaues. Das... was Blaues. Was ganz... Epische... Stung! Ein Pacifier. Okay. Schema legendär. Und 1900. Sehr schön. Ja, ist doch. Ich ergebe mich doch gleich. Lass mich doch erstmal gucken, dann ergebe ich mich. Es war klar. Erstmal ist es meine. Also die Kamera ist absolut doof hier. Ich dachte, die könnte ich übernehmen, um die Typen hier... Aber ich, von hier oben kann ich ja gar nichts machen. Ich kann gar nichts... Okay, ja... So, die bleibt aber meine, ne? Auf der Stelle ergeben. Oh, warte mal, vielleicht. Mit erhobenen Händen rauskommen. Hallo? Der Schreihals kommt von hier oben, oder? Was? Ein Pacifier ist ein Schnuller? Oh, da ist was lilafarbenes. Ein Pacifier ist ein Schnuller, das muss ich mir mal merken. Huch. Wenn er zurückläuft, kann man von hinten und so. Mit erhobenen Händen rauskommen! Ja, doch!
So, da waren die Hände erhoben und ich bin rausgekommen. Ich habe genau das gemacht, was er wollte. Er wollte es so. Okay, hier hinten war ein lila Item. Eine epische, ein DR-12 Quasar, ein Tech-Revolver. Dankeschön. Na toll. Guck mal, wir haben aber schon viele, also viele. So, wir gehen erstmal wieder bis grün runter, ne? Ja, es stimmt, krähende Babys friedlich. Da hast du recht, Lytander. Da hast du recht. Oh, warte mal, ich habe einen Ganzkörperanzug wieder? Was ist denn das? Spezial? Ach so, naja, gut. Der ersetzt ja leider die kompletten anderen Klamotten. Aber wir können ja trotzdem noch mal gucken, wenn dein Look irgendwo zwischen Neomilitarismus und Entropie zu Hause ist. Ja. Warum auch nicht, ne? Man kann das Tarnmuster kaum sehen. die Beschreibung. Aufsätze und Mods. Okay, so, was haben wir? Ich glaube, die Stiefel, das ist schon unbezahlbar. Guck mal, erhöht die Panzerung um 300... Das ist, glaube ich, ein Bug, oder? Erhöht die Panzerung um 346,461. Ich glaube, das ist ein Bug. Bin mir ziemlich sicher, dass das ein Bug ist. Hier wahrscheinlich auch, ne? Panzerung 205.31. Ich glaube, das skaliert. Purple Symphony Edge Runner Jacke aus verbesserten Polyamiden. Alte Schussweste. Ein Aramidkragen? Na, wie sieht das aus? Nee. 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 Ach, guck mal hier. Stylisch. Aber sowas. Leopard, nein, T-Shirt. Leopard, nein, T-Shirt. Aha. Das ist, glaube ich, die... Nee, ist es nicht. Ist nicht die Jacke wie in den ganzen... Aber so ähnlich. In den ganzen Trailern und Co. Ach, guck mal hier. Das könnte auch Angela tragen. Doch, das könnte Mutti tragen. Doch, das passt. So. Aber wir bleiben bei dem. Ich wollte trotzdem erstmal noch gucken hier. Werte. Nö, mehr haben wir, glaube ich, hier nicht. Waffen gibt es, glaube ich, fast... Na wohl, unsere legendäre Waffe hier, die Copperhead, ist, glaube ich, jetzt fast schon das Schlechteste, was wir haben können, wa? Schrotflinte? Gibt es hier nicht schon... Mal sortieren, Qualität rückwärts. Chaos, ikonisch, episch, Quasar, smart, Sturmgewehr, eine 316. Und das ist ein Power-Sturmgewehr. Theoretisch wäre natürlich die Masamune da noch ein bisschen besser, ne? Warte mal. Mitten in einem Einsatz werden wir jetzt hier in die Itemherstellung mal gehen. Warum können wir das nicht? Achso, weil das ist ja, das können wir nicht. Brauchen wir auch wieder Komponenten? Ich weiß es gar nicht. Warte mal. Nö, es sieht eigentlich seltene epische. Also wir haben noch haben wir. Wobei wir könnten einfach nur zur Sicherheit. 3, 4, 5, 6. Wer weiß, was bei den Updates dann später passiert. Und wir haben so viel Kram, also wir können hier alles machen. Guck mal, der Balken oben bewegt sich kaum noch für das Herstellen von irgendwelchen Sachen hier. So, 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 so und so und so. Wie viel habe ich? Ein paar, ne?
Gucken wir mal. Ein paar haben wir. Rucksack. Granaten ist schon richtig. Nee, nee. Hier vorne. 41 haben wir. Und die zerlegen wir jetzt. So, wir haben theoretisch nur 3. So. Mal gucken. Wir haben 134, 766. Ist okay, ist okay, ist okay. Und dann machen wir noch mal eine Sache. Wir gucken mal hier bei den Upgrades selber. Wir könnten das Sturmgewehr... Da brauchen wir legendäre Upgrade-Komponenten. Ach du Gott. Hier, das zum Beispiel hat irgendwie keinen Sinn. Also wenn ich jetzt diese ganzen Materialien nehme, um nur das Quäntchen rauszuholen, also es ändert sich nichts an den Attributen, sondern nur die Panzerung wird in ihren Grundschutz erhöht. Ja. Aber dafür diese ganzen Komponenten ausgeben, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Genauso auch hier. Das ist manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Okay. So. Ich glaube... Ach, hier sind die Daten. Memo an mich. Das Team ist bereit, neue Versionen der Delta-Muskelimplantate zu präsentieren. Achso, warte mal. Kann ich drücken? Nein. Daten sind angekommen, danke. Prototyp wurde gedruckt und wird bald getestet. Wie immer ist das größte Problem das Budget. Wenn Zeitdeck es auf einen konkurrenzfähigen Marktpreis abzielt, müssen wir die Modelle mit integrierter Neuralsicherung vermutlich eliminieren. Möglicherweise müssen wir auch eine ältere Version unserer Programmiertreiber verwenden. Mein Plan für eine zusätzliche Kupplungsdose wird von denen da oben wieder ab... Ich habe es klappern gehört. Mein Plan für eine zusätzliche Kupplungsdose wurde von denen da oben wieder abgeschmettert. Sieh den Tatsachen ins Auge, Rihanna. Wir müssen Kosten sparen. Aber ich lasse mich davon nicht nochmal aufhalten. Ich baue einen Prototyp, lasse ein paar Simulationen laufen und wenn ich schaffe, wenigstens annähernd innerhalb des Budgets zu bleiben, dann müssen sie es wenigstens in Betracht ziehen. Hinweis, das Programm erfordert noch immer Optimierung und ist mit Hardware von anderen Herstellern als Zeitec noch nicht kompatibel. Externes Testen könnte ein Problem darstellen, aber ich bin sicher, dass es ein Treiberfehler ist. Die Tests in der Montageabteilung verlaufen vielversprechend und die Ergebnisse sind bereits besser als die des letzten Monats. Datei geschützt durch privates ISR-CUM-17. Ja, können wir aber nicht hacken, ne? Das ISR-CUM-17. Ist hier noch irgendwas drin? Nö. Ich guck mal, was man hier hinten vielleicht machen kann. Naja, die Waffe, die brauchst du eh nicht. Guck mal, da ist eine Tür. Wo kommen wir denn da hin? Auf den Gang oben, ne? Und hier oben kommen wir auch auf den Gang oben. War aber knapp hier. So, du bist meine, ne? Ich will mich hier drinnen nämlich nochmal umgucken. Wer weiß. Vielleicht gibt es hier noch andere Sachen. Du bist meine, ja. Wieso kann er mich sehen? Scheiße. Okay.
das sind die komischen Drucker, ne? Die 3D-Drucker. Guck mal, da unten ist doch aber auch noch was. Da bin ich reingekommen. Ah, I see, I see, I see. So, hier ist irgendwo eine Kamera. Oh, hier gibt's Kaffee. Huch! Na, meine, ne? Jawohl. Ich gehe mal hier oben ins Café noch gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Pass mal auf. Ich probiere mal was. Wer geht da hin? Das war gut. Ja, so langsam kommt es zumindest jetzt immer gut durch. Ich glaube, beim nächsten Mal vergesse ich das wieder. Also gefühlt, also mit Waffengewalt kommt man natürlich immer weiter. Logisch, ne? Aber gefühlt ist diese Stealth-Variante richtig gut. Und auch richtig gut umgesetzt. So, hier drehen wir uns bloß einmal im Kreis. Aber die da unten kriege ich nicht so ohne weiteres weg, weil die stehen auf dem Haufen, ne? Das ist nämlich sehr schwierig. So, ist hier irgendwas? Huch. Also man kann... Pass mal auf, ich probiere mal was. Vielleicht kriegen sie ja nichts voneinander mit hier. Ja, es macht doch mehr Spaß, sich ein bisschen auszuprobieren. Es macht doch, wie gesagt, mehr Spaß, sich einfach mal auszuprobieren, weil hier unten... Weil... Okay, da spielt gleich neue Musik, weil unterschiedliche Wege hier halt möglich sind und, ich sag mal, wir sind eigentlich ganz gut bei. Also, ich denke mal, das lief gerade richtig gut. Ja, ja, deswegen, sie kriegen zwar mit, dass, wenn sie dicht aufeinander hocken, dass dem anderen gerade was passiert ist, ne? Man hat es ja gesehen, er hat drauf reagiert, dass dem Typen da irgendwas... Ne? Archiviert das Gespräch, Moment. Sheldon, Süße, es tut mir so leid, aber ich muss absagen, ich schaffe es einfach nicht. Schon wieder? Gib doch einfach zu, dass ich dir egal bin und mach endlich Schluss. Nein, nein, das ist es nicht. Das Projekt, an dem ich bin, hat oberste Priorität bekommen. Alles gesagt, ich kann meinen Schreibtisch nicht verlassen, ehe es fertig ist. Wörtlich. Du hast nicht mal die Eier, mir ins Gesicht zu sagen. Dir was ins Gesicht zu sagen? Fick dich. Hör auf, mir zu schreiben, ruf mich nie wieder an, verpiss dich. Baby, bitte, lass es uns nächste Woche nochmal probieren, okay? Oh, der tut mir aber leid. Aber die wissen doch, wie Konzerne so sind, oder nicht? Ich vermute noch, dass hier was drinne versteckt ist. Das ist der Ausgang. Wie zeig dich? Guck mal, hier nochmal 600 Euro Dollar. Ist das meine Kamera, oder? Ist meine Kamera, okay. Ist das nicht hinten? Hier ist draußen, okay.
Aber ich bin so nicht reingekommen, ne? Kyle Craig. Das ist doch aber ein Roboter. Guck mal. Ist der so umgewandelt worden schon? Sicherungskasten. Warum kann ich hier scannen? Na toll. Na toll. Neutralisiert das Ziel! Aber ich hab's geschafft, ne? Also. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin, dass ich es geschafft habe. Wir wissen gar nicht, wo ich bin. Wir bitten Sie, Folgendes zur Kenntnis zu nehmen. Jeder Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, sich mit den Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz auseinanderzusetzen. Auf die Datenbanken und Gefahreneinschätzungen lässt sich von jeder Workstation zugreifen. Die optimale Wartung, Organisation und Lagerung aller Maschinen und Werkzeuge ist zu jedem Zeitpunkt zu gewährleisten. Es sind die geltenden kollektiven Schutzmaßnahmen einzuhalten. Zu den individuellen Schutzmaßnahmen zählt das vorschriftsmäßige Tragen von Uniformen und Schuhwerk nach Firmenstandard. Im Falle eines Arbeitsunfalls oder einer Bedrohung für Firmeneigentum ist zunächst unverzüglich der direkte Vorgesetzte zu alarmieren. Im nächsten Schritt sind andere Mitarbeiter ausschließlich über Umstände, die für ihre individuelle Sicherheit relevant sind, zu informieren. Die Verbreitung von Informationen in der Öffentlichkeit über den Arbeitsplatz, interne Vorfälle sowie Bedrohungen aktiv und entschärft, stellt eine Verletzung ihrer Verschwiegenheitserklärung dar und wird schwer geahndet. Hallo. Oh ja, ich glaube, er kommt. Ich glaube, da kommt jetzt einer. Der war ein bisschen überrascht gerade. Okay. Ja, ich kann die leider dahinter nicht scannen. Mach mal die Tür zu. Muss hier irgendwo sein? Ja. Aber wo? Vor allem, das ist ein Gerät hinter der Wand hier, ja? Wir kommen aber nicht in den inneren Bereich rein. Okay, wir müssen raus. Ich dachte schon. Ja, ich zeig mich doch. Sie will mich umbringen! Da-da. Weißt du, nach solchen Jobs denke ich oft, scheiße, bin ich froh, dass ich wie habe. Mach schön weiter so. Job erledigt. Oh, bin ich auch froh, dass ich wie habe. Muss hier irgendwo sein. Guck mal, Level up. 7 Attributspunkte. Sehr schön.